Weiber. So, Frau Christiansen, lautete unsere Forderung an Ihre Talkrunde beim letzten Mal. Und Sie haben unsere Gebete erhört. Halleluja, 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 Halleluja. Zwar gaben Sie uns nicht Heidi Klum, Letizia Casta oder gar Roller Girl. Dafür aber Kerstin Müller, die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen. Naja, okay, immerhin eine Frau. Übrigens findet auch die Müller Jörg Haider voll ätzend. Haider ist ein wandelndes Chamäleon, das wissen wir alle. Moment mal, stimmt das denn überhaupt? Ein Chamäleon ist eine baumbewohnende Eidechse mit herausschnellbarer Klebezunge. Bei Erregung neigt es zum Farbwechsel. Und trifft dies alles auch auf Haider zu? Ja, trifft zu. Damit mal zu Ihnen, Herr Böhme. Sie hatten am Sonntag das derzeit gefährlichste Kleinreptil Mitteleuropas zu Gast. Zum Glück standen Ihnen diese drei Titanen des Geistes zur Seite, die Haider eindrucksvoll Paroli bieten konnten. Freimut Duwe, Michael Gloß und Ralf Giordano, bekannt als einer der unbequemsten Mahner, Warner und Finger-in-die-Wunde-Leger dieser Republik. Also, ich will jetzt mal meine Definition von Haider, möchte ich gern geben, nach langem Überlegen, wie alles bei mir eine lange Inkubationszeit haben muss. Ja, gerne doch. Vorher aber noch zwei Fragen, Herr Giordano. Erstens, wo haben Sie eigentlich diesen total schicken Schal her, den Sie so liebevoll über Ihre Brust drapiert haben? Ah ja, runtergesetzt von 39,95 auf 12,95. Das ist aber echt günstig. Zweitens, diese kunstvoll gedengelte Space-Frisur. Wie kriegt man die eigentlich hin? Ach so, verstehe. Das ist ein runtergefilmter Werner Lorand. Rattenscharf, Herr Giordano. Immer tipptopp gestylt. So macht Querdenken Laune.